Sowas hätte sich ja vorher auch niemand, glaube ich, ausmalen können, ja, wie viel wir nur noch vor Laptop, Handy, dann geht's ins nächste und das ist auch ja eine Nonstop-Beschallung im Grunde, ja. Ja. Und merke auch, dass das ja schon alleine viel macht, weil es so viel Unbewusstheit auch reinbringt, ja. Gerade so dieses nebenher Essen, so aufs Handy gucken, reinschaufeln, ne, oder am besten noch vorm Fernseher, weil viele das dann auch noch mit der Gemütlichkeit verbinden. Was empfiehlst du da den Zuschauern? Wie sollte man sich denn jetzt erstmal, wenn wir es natürlich, ist das individuell, aber wenn du jetzt schon mal so ein paar Tipps mitgeben könntest, worauf man so achten könnte oder auch vielleicht die Art, wie man es im besten Fall auch zu sich nimmt. Deine Frage war ja, wie bringen wir den Menschen dazu, was zu verändern? Und, so, und für mich ist ja immer der entscheidende Aspekt, wenn ich hier morgens reinkomme, ich bin hochmotiviert, also das ist kein Problem, aber der Mensch, der hierher kommt, der muss ja selber motiviert wieder rausgehen und sagen, ich will das jetzt ändern. Und dafür müssen wir eben ja das Problem und das Thema sichtbar machen. Und eine meiner schönsten Möglichkeiten ist, dass ich einen sogenannten Herzratenvariabilitätstest mache. Da messen wir die beiden Nerven in uns. Also wir haben alle so ein Gaspedal und eine Bremse, wie beim Auto, kann man sich das vorstellen. Und wenn die beiden ausgeglichen sind miteinander, dann sagen wir auch, ich fühle mich ausgeglichen. Ne? Oder ich fühle mich immer unter Spannung oder ich fühle mich immer, als wenn ich gar kein Gas mehr habe oder im Wechsel mal so, mal so. Und über diesen Test, über diesen Herzratenvariabilitätstest, da wird er so verkabelt und dann können wir das messen, ob über den Puls und die Herzschläge, wie funktioniert das System. Und ich mache diesen Test jetzt ja ein Vierteljahrhundert und wir sind immer weiter in das System gerutscht, dass die Menschen immer mehr im Gaspedal, auf dem Gaspedal stehen und immer seltener auf der Bremse. Und wenn wir jetzt wissen, dass der Verdauung hier im Darm nur dann da stattfindet, wenn die Bremse angezogen ist und nicht, wenn wir Gas geben dabei, dann können wir ihm das ja schon mal zeigen. Guck mal, du stehst immer da. Und wenn du jetzt auch noch am Schreibtisch schnell was isst oder im Drive-in was gekauft hast und dann wieder auf die Autobahn linke Spur gehst und dann so isst, dann kannst du das nicht richtig verbrennen. Dann wird dein Problem nicht gelöst. Und also alleine über dieses Sichtbarmachen seines Zustandes, er sagt, woher wissen Sie denn das, dass ich mich, ich sitze doch hier ganz ruhig, ja, aber innerlich ist das Gaspedal Vollgas, ihm das zu zeigen, dass man sagt, hier kannst du nichts vormachen, ich sehe das hier über die Messung, das bist du. Damit geht er raus und sagt, ich muss was ändern.